Die Woche vor Weihnachten, Zeit für Geschenke. J.R. Ryder bedankt sich für das Loch in der Abwehr der LA Clippers auf seine Art. Platz 10. Harold Miner, Miami Heat, hat wohl bei den deutschen Fußballern in den Staaten zugeguckt. Typischer Fall von getunnelt. Platz 9 für perfektes Kopieren. Auf Platz 8, Trilogie der Glatzköpfe, Teil 1. Chris Webber, bessere Aerodynamik durch bessere Politur. Zwar mit Haaren auf dem Kopf, aber trotzdem schön. Robert Peck und Reggie Williams aus Denver, Platz 7. Die Top 10 ohne Sean Kemp, fast unmöglich. Hier ist er, der fliegende Supersonic, diesmal auf Platz 6. Einen Platz besser Vernon Maxwell von den übermächtigen Houston Rockets. Wer solche Dinger reinmacht, der kann einfach nicht verlieren. Kenny Williams aus Indiana, Platz 4 für jede Menge Mut. Oder würden Sie gegen den Monsterblocker Pat Ewing so ein Ding probieren? Ich nicht. Trilogie Teil 2. Chris Webber arbeitet sich langsam an die Spitze. Alley Hoop, Platz 3. Beste Instanz in der Top 10, Shaq O'Neal. Flügelstutzen beim fliegenden Holländer Rick Smith, Platz 2. Und gute Laune auf Platz 1, die Glatzköpfe letzter Teil, zum dritten Mal diese Woche Chris Webber. Mit Haaren wäre das nicht passiert, blöd gelaufen.